Hallo ihr Lieben, ich bin Medi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid super ins neue Jahr gestartet und seid bereit für viele gemeinsame Yoga-Momente auch in diesem Jahr. Ja, und vielleicht habt ihr es ja bereits schon mitbekommen, es gibt eine neue 30-Tage-Yoga-Challenge hier auf meinem Kanal. 30 Tage voller Entspannung, Achtsamkeit, Entschleunigung, aber natürlich auch voller Energie, voller Leidenschaft und Motivation. Ich möchte euch zeigen, wie vielfältig und vor allem wie wertvoll die Yoga-Praxis ist und dass jeder einzelne von euch da draußen sowohl körperlich als auch emotional davon profitieren kann. Denn Yoga ist weitaus mehr als Om und Räucherstäbchen. Wie funktioniert die 30-Tage-Yoga-Challenge? Ganz simpel. Ihr meldet euch einfach über den Link hier unten in der Infobox an, bestätigt die erste E-Mail, ganz wichtiger Schritt, und bekommt daraufhin euren wunderschönen 30-Tage-Yoga-Plan und alle weiteren Informationen zugeschickt. Ich habe den Plan dann so konzipiert, dass ihr am besten an einem Montag anfangt. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es der 7. Januar, der 18. März oder der 4. November ist. Ihr schaut einfach, wann es für euch am besten passt und wann ihr loslegen möchtet. Für die 30 Tage nutzen wir dann die bereits bestehenden Einheiten meines YouTube-Kanals mit dem Ziel, beweglicher, gelassener und fokussierter zu werden und ganz nebenbei natürlich auch unseren Körper zu stärken, Tiefenmuskulatur aufzubauen und vor allem Spaß an Bewegung zu finden. Dann wisst ihr, was das Allerwichtigste ist? Nicht etwa die Zahl auf der Waage und auch kein mega Sixpack oder das neueste Yoga-Outfit. Wenn ihr mich fragt, dann ist es die innere Zufriedenheit, die uns strahlen lässt. Es ist die Einstellung zu den Dingen und die Erkenntnis, dass ihr so wie ihr seid schon vollkommen richtig seid. Die Yoga-Praxis soll euch helfen, genau das wieder zu erkennen, um euch so mit euch selbst zu verbinden, um so eure Einzigartigkeit, eure Einmaligkeit wieder richtig zu feiern, zu zelebrieren. Was braucht ihr? Eigentlich nichts weiter außer euch selbst, bequeme Kleidung, eine Yogamatte und natürlich die Bereitschaft, diese Matte auch jeden Tag für ein paar Minuten auszurollen. Ja, und dann würde ich vorschlagen, ihr druckt euch am besten direkt euren 30-Tage-Plan aus, schnappt euch vielleicht noch einen Yoga-Buddy, mit dem ihr das Ganze zusammen machen könnt und teilt eure Erfahrungen, wenn ihr möchtet, unter dem Hashtag Yoga mit Medi auf Instagram, um euch so mit anderen zu connecten und auszutauschen. Ja, ihr Lieben, und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, genießt die Momente auf eurer Yogamatte. Macht sie zu eurer ganz persönlichen Zeit, die nur euch gehört. Diese 30 Tage sind ein Geschenk an euch selbst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Namaste. Bist du bei der Challenge dabei? Bist du bei der Yoga-Challenge dabei? Oh! Peng! Peng! Shavasana! Fein!